Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurer Fritzbox mit FritzOS 7.50 oder 5.0 Webseiten sperren könnt oder auch IP-Adressen, aber primär geht es um Webseiten, sozusagen einen Webfilter ja, manuell einrichten könnt. Man kann dann einzelne Webseiten eintragen und einzelne IP-Adressen. Ich zeige euch das. Ihr geht auf Internet, geht auf Filter. Und geht auf Listen. Jetzt habt ihr Filterlisten. Wir haben hier IP-Listen, die gesperrt werden können, erlaubte IP-Adressen, gesperrte Internetseiten. In meinem Fall nutze ich nur gesperrte Internetseiten, um bestimmte Webseiten zu blockieren. Wir können jetzt zum Beispiel testen. Wir gehen jetzt hier mal kurz auf google.de und google.de funktioniert. Jetzt würden wir einmal hier reingehen auf gesperrte Internetseiten. Google.de eintragen, gehen auf Übernehmen. Das ist die kleinste Fritzbox, deswegen ist sie ein bisschen träge. So, dann könnt ihr nämlich jetzt Reload machen und mal kurz gucken. Google.de. Ich check's gerade mal am Handy. Ja, der springt automatisch auf google.com. Also müssen wir google.com auch noch reinpacken. Gehen auf google.com. Und ihr seht, er lädt nicht mehr. Das heißt, das funktioniert. Die Sperre, nur in dem Fall google.de, bringt euch nichts, weil er standardmäßig auf com umspringt. Das heißt, als Beispiel, ihr tragt dort ganz normal die Webseiten untereinander ein und geht auf Übernehmen und danach wird es gesperrt. Ich entferne gerade mal wieder die Einstellung. Damit ihr das aber aktiv schalten könnt, müsst ihr zwingend unter Zugangsprofile bei Standard, weil Standard ist der normale User. Ihr könnt das für die Gäste machen. Da sieht man, für die Gäste ist das standardmäßig aktiviert. Aber in dem Fall Standard, das heißt für alle normalen Endgeräte, die bei euch im internen WLAN sind, gilt diese Einstellung. Und dort geht ihr ganz normal auf Anhaken. Dann könnt ihr bestimmte Zeitbeschränkungen einstellen. In dem Fall lasse ich es erstmal auf immer. Und hier ist der Part Filter für Internetseiten. Internetseiten filtern. Und man könnte jetzt sagen, dass nur diese Seiten erlaubt sind oder nur diese Seiten gesperrt sind. In dem Fall reicht, dass diese Seiten sperren. Und falls ihr Kinder daheim habt, könnt ihr gleichzeitig auch noch den Haken reinmachen. Dann müsst ihr nämlich nicht manuell die Listen pflegen für diesen Part hier, sondern der würde dann einfach die Webseiten aus in dem Fall diesem Modul herausziehen und direkt sperren. Schauen wir gerade mal, was es noch gibt. Genau, hier sind die einzelnen Endgeräte. Das meinte ich nämlich, weil die sind standardmäßig unter Standard zugeordnet. Dann gehen wir hier mal auf erweiterte Einstellungen. Hier könnte man bestimmte Anwendungen auch noch sperren. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Also keine Ahnung, man könnte WhatsApp sperren oder irgendwelche bestimmten Apps oder Anwendungen. Das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Primär Webseitenfilter. So, dann gehen wir mal zurück. Genau, das ist dann ausgewählt und erst dann wird es aktiv. Vorher wird es nicht aktiv. Jetzt gehen wir noch auf Listen. Können hier nochmal schauen, was es hier noch gibt. Das ist der Part Netzwerkanwendung. Dann kann man nämlich bestimmte Sachen nur erlauben und nicht erlauben. In dem Fall ist Surfen meistens Port 443 HTTPS. Und das sind dann halt noch spezielle andere Dienste, die blockiert werden können. Dann gehen wir nochmal auf globale Filtereinstellungen. Die Sachen sind standardmäßig aktiv. Und die zwei Punkte sind standardmäßig nicht aktiv, könnt ihr aber aktivieren. Im oberen Teil, Firewall im Stealth Mode, vom Grundprinzip aktuell ist es so, wenn jemand die Fritzbox anpingt von extern, ob jetzt über dünnen DNS, den ja normalerweise keiner kennt, oder die externe IP-Adresse, die sich ja eigentlich auch immer ändert, kriegen die halt eine Antwort. Und wenn wir den Haken reinmachen, reagiert die nicht auf Pings. Alles andere funktioniert weiterhin. Genauso wie E-Mail-Filter über Port 25 würde ich auch empfehlen reinzumachen, wenn ihr nicht irgendeine unsichere E-Mail-Adresse habt, die nicht per TLS verschlüsselt kommuniziert. Kann man machen, muss man nicht. Ich lasse es in dem Fall weg. Könnt ihr aber auch machen. Und die anderen drei, die sind standardmäßig aktiv. Könnt ihr euch ja einmal durchlesen. Ja,
Das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare. Daumen hoch, mit dir, Freund. Dankeschön.